Failed up and them Ding. Also sobald wir wieder zusammen haben, ist es egal, ob wir es kaputt machen oder nicht. Es ist plötzlich, auf einmal haben wir zu viel Weizen. Das ist einfach mit dieser Methode, mit dem Einwasserpunkt-Methode und mit dem Genug-Licht-Methode, egal wie wir es machen, wir können das Weizen verbrennen, wir können das Weizen aufessen, es ist egal. Es ist wirklich egal. Das ist das Geile. Und später haben wir eine vollautomatische Weizenfarm, alles Mögliche. Eine Melonenfarm, eine Zuckerrohrfarm, es ist egal. Und sobald wir Zuckerrohr haben, haben wir eigentlich alles. Also es ist wahnsinnig, was man aus Zuckerrohr alles machen kann. Man kann Kuchen machen, man kann Kürbiskuchen machen. Man kann alles machen, das ist das Geile in Minecraft. Aber eben, es macht relativ schnell Langeweile, weil wir alles machen können. Also, ja, wir werden das Let's Play auch immer wieder wahrscheinlich, ja, resetten, also nicht resetten, wir werden einfach weiterziehen und wieder neue Herausforderungen suchen. Wir werden ja Challenges suchen, wir werden alles Mögliche. Also. Wir werden, immer wenn es uns langweilig wird, werden wir einen neuen hochkomplexen Mod installieren, den austesten. Mhm. Genau, es ist auch zum Testen, also ob es euch gefällt und solche Sachen. Es ist auch zum Testen. So. Ja. Ich gehe mal etwas schauen, okay? Jawohl. Wir sind die Gegner anschauen. Oh, da unten. Wahnsinnig schön. Ja. Wir gehen mal nach Norden. Hier ist zum Beispiel ein brünliches Biom. Ist jetzt auch wegen dem Texturepack nicht schlecht zum Anschauen. Aber ja, zum Wohnen ist es halt nicht so genau so gut gedacht. So. Wie heißt dieses Biom? Bock. Das Biom heißt Bock. Ja. Vielleicht hat er keine Ideen gehabt. Matschball. Ich hab einen Matschball. Wir haben einen Matschball. Im nächsten Ding haben wir einen Punkt. Okay, cool. Und River Can. Okay. Ah, da vorne ist noch ein schönes. Wir versinken hier. Ja, wir versinken. Wir sind nur noch die Hälfte. Also wir sind die Hälfte eingesunken von einem Block. Ups. Nimm den mal mit, vielleicht brauche ich den noch für irgendeinen. Ja, ich habe 24 jetzt mal mitgenommen. Zum Antesten einfach mal 24 mitgenommen. Sonst kann ich schon noch mehr mitnehmen, aber das ist ja nah an unserer Basis, da müssen wir nicht so viel mitnehmen. Weizengras und Eichenlaub, okay. Das ist auch Weizengras. Das ist normales Gras, okay. Nicht schlecht, also. Ich bin so fasziniert von Biomes oder Plenty Mod. Weil wir finden immer neue Biome, das ist das Coole. Jetzt bin ich im Scrubland. Das ist wahrscheinlich einfach so ein Buschgras. Ja, Buschgras irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, was Busch übersetzt heißt. Busch. Busch, einfach Busch, ja. Aber Scrub heißt irgendwie. Scrub heißt irgendwie etwas Wildes, wild, also so richtig. Okay, ja. Soll ich wegen ausmachen? Oder? Ich hab's schon gemacht, zum Zeigen. Hier ist ein schöner Wasserfall. Und wir sind im Sacred Springs Biom. Also jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ja, in welche Richtung wollen wir? Die Richtung, die. Aber wie gesagt, erstmal zum Aufbauen vielleicht doch hier bleiben. Hm. Damit wir mal ein bisschen echt meinen gehen können und. Hm, genau. Was ein bisschen einen Vorgeschmack geben können, was noch alles kommen wird. Hm. Das ist Schnee. Ja, das ist Schnee. Arktik. Wir sind an der Antarktis schon. Das geht. Nein, nicht an der Arktis sind wir schon. Oh, cool. Da ist so ein Felsüberhang und da sind überall Wasserfälle. Schönes Scrubland. Sacred Springs. Eine Wildblume habe ich gefunden. Und eine Indigo Reizker. Ein Pilz. Schön. Jetzt bin ich in der Prärie. Wir bekommen nur durch das Erkunden von neuen Biomen bekommen wir Auszeichnungen, also Achievements. So, ein paar Hühner töten. Oh. Diese blöden Hühner, also die sind wirklich schlecht zum Töten im Gras innen. Ich töte eigentlich mehr Gräser als. Also ich rupfe mehr Gras, als ich Hühner killen kann. Also angreifen kann. So. Jetzt seht ihr zum Beispiel grüne Bobbles. Das sind irgendwelche Seelen oder so. Ja, Seelen irgendwie was. Das können wir dann einfangen mit einem Seelen. Weiß jetzt nicht, wie die genau heißen. Ein paar Sachen sind auch noch nicht genau drin, also hier zum Beispiel ein Unnamed, was das ist, weiß ich auch nicht. Es sind einfach noch Mobpacks, die noch nicht in der Vollversion sind und dann Blöcke haben, die noch nicht benannt wurden. Zum Beispiel hier, it's impossible to decipher to washed out scribbles. Komisch. Nein, ich verbrenne gerade meinen ganzen Kabelstern, habe aber nicht einmal meine Spitzhacke. Autsch. Also gibt es richtig geile Sachen. Also, das Modpack ist eigentlich jetzt schon geil. Ja. Vor allem dann auch noch mit den geilen Bienen. Also, wenn wir mit den Bienen komplett fertig sind, dann sind wir greißen. Das weiß ich noch einmal, da kannten wir uns noch nicht so gut aus mit den Bienenmods, sage ich jetzt mal. Und dann hat der Rago gesagt, ich züchte Bienen für Honig. Und dann habe ich gefragt, für was brauchst du denn Honig? Und dann hat Rago gesagt, für noch mehr Bienen. Unendlich Schleife. Genau. Nur für das Neuzüchten, also nur für das neue Bienen machen oder vermehren, braucht man Honig. Also man kann Bienen schon zusammen züchten, aber dann hat man einfach nur mehr Bienen. Das kann man ohne Honig machen, ja. Aber um das richtig züchten und so, braucht man eigentlich schon Honig. Vor allem Bienenwaben. Bienenwaben, genau. Und die kann man mit eigentlich Schaften. Früher konnte man mit Schäften erst Bienen Honig haben. Heute kann man es auch ohne Schäften, einfach nicht so viel, aber trotzdem. Es wurde schon ein bisschen anständiger gemacht früher. Da konnte man eigentlich nicht mal Bienen vermehren. Man konnte nicht mal ohne nichts Bienen vermehren. Heute kann man schon eigentlich mit einem Bienenstock Bienen vermehren. Ja. Ja, ich weiß, was ich mache. Ich mache mir kurz eine Workbench, dann Schwerter und dann hole ich schon mal das erste
Luxusessen. So. Steinschwerter. Die sehen so komisch aus in diesem Modpack. Sehen aus wie Küchenmesser. Sie sehen aus wie Küchenmesser. Wie gesagt, eigenes Texturenpack wird wahrscheinlich auch bald noch folgen, aber das. Ja. Das ist schon ein bisschen schwer für uns. Also, sag ich mal so, es ist nicht schwer, es ist nur sehr zeitaufwendig. Ja, genau. Also wir können beide schon eigentlich Texturepack herstellen, aber leider waren wir leider beide keine Zeit. Ja. Aber ich werde mir irgendwann mal die Zeit nehmen, auf jeden Fall. Du wirst die Zeit stehlen. Du wirst die Schule schwänzen dafür. Nein. Nein, gar nicht, gell? Schule, du wirst wegen den Texturepack alleine schon so viel verdienen, dass du die Schule eigentlich absagen kannst. Ja, auf jeden. Nein. Schule ist sehr wichtig. Ja, Schule ist natürlich wichtig, damit du dich auch weiter entwickeln kannst. Also. Und damit die Arbeitsgeber irgendwas in der Hand haben, mit was rumwedeln können und sagen können, du hast ein gutes Zeugnis. Mhm. Ich habe Akazien-Setzlinge. Schön, bring mit. Oh, ich habe schon eine sehr, sehr gute Idee. Okay. Eine Beere haben wir. Wir müssen uns daran erinnern, Beerenbüsche mitzunehmen. Aber das ist kein Problem. Beeren gibt es eigentlich genug. Komm, noch einen Setzling, komm, hier da oben. Oh je. Ich finde es ein bisschen komisch, dass die meisten Menschen einfach keine Zeit haben, zum Bäume ganz um die Setzlinge mitzunehmen. Es gibt nur schon kurzes Gras und langes Gras, Weizengras, das ist einfach Wahnsinn.